80 Jahre sind eine beachtliche Zeit. Die Beethoven-Musikschule in Mödling durfte dieses Jubiläum feiern und unterhielt die Fußgänger in Mödling mit einem ganz besonderen Flashmob. Ein ganz tolles, großes Jubiläum, wenn man bedenkt, die Musikschule 1936 gegründet, in einer Zeit, wo wirklich niemand an Musik gedacht hat, in einer Zeit des aufblühenden Nationalsozialismus, in einer Zeit, wo der Zweite Weltkrieg schon bald vor der Tür gestanden ist. Einfach aus einer privaten Mödlinger Gründung heraus, wo ein Chemiefabrikant, der Herr Czaja, gemeint hat, er möchte das Geld, was er in der Chemiefabrik verdient hat, ein bisschen investieren. Und er investiert es in die Kinder, in die Jugend und er hofft, dass die Musik Frieden stiften wird. Und inzwischen sind wir eine Musikschule mit 1300 Schülern, mit mehreren Standorten und vielen Kooperationsprojekten. Da sind wir sehr stolz. Zu Ehren ihres Namenspatrons gab die Musikschule Freude schöner Götterfunke zum Besten. Mit der Europahymne, deren Skizzen ja hier von Beethoven in Mödling angefertigt worden sind, also hat noch dazu was sehr Lokales. Ganz traumhaft, besonders weil unsere Musikschule in den letzten Jahren immer erfolgreicher geworden ist. Der Herr Direktor Wolf und sein Team leiten diese Schule wirklich hervorragend und der Erfolg zeigt sich. Prima la Musica, wir sind eigentlich die beste Musikschule in ganz Österreich und darauf sind wir besonders stolz. Macht es dir Spaß in der Musikschule? Ja. Warum gehst du in die Musikschule? Weil es mir Spaß macht und weil ich Musik sehr gern mag. Es ist eigentlich voll lustig, dort halt einfach zu musizieren und ja. Weil ich gern Gitarre spiele. Weil ich gerne irgendwas mit Instrumenten lernen und halt Musik lernen mag. Weil es einfach toll ist, wenn hier alle Leute dir zuhören. War das schwierig? Naja, nein, eigentlich nicht, weil ich spiele nur die Bassstimme und da gibt es eigentlich nur eine. Drei Lagen muss ich eigentlich nur wissen und das ist eigentlich sehr leicht für mich. Wie lange habt ihr dafür üben müssen? Also ich habe die letzte Querflötenstunde habe ich erst den Text dafür bekommen. Eigentlich nicht so viel, denn es läuft eigentlich recht gut und ja.